Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report, und heute fahren wir mal wieder mit der ODEC, leider wieder an einem Stadler GTW. Wir fahren von Belitzstadt nach Berlin-Wannsee und eigentlich sollte das mein Versuch werden, mit dem neuen Lind der ODEC zu fahren, was sich vielfach gewünscht wurde und ich schon mehrfach probiert habe. Leider hat es aber auch diesmal wieder nicht geklappt. Ja, obwohl der Lind inzwischen regelmäßig eingesetzt wird im Fahrgastbetrieb, war er an diesen Tagen auf der anderen Strecke zwischen Brandenburg und Rathenow im Einsatz, was ich dann später über das Internet herausfinden konnte. Ich hatte mich da auf die ODEC-Webseite verlassen, wo auf dieser Strecke hier nichts davon stand, dass der Lind nicht wie geplant zum Einsatz kommt, während bei der Strecke ab Brandenburg eben noch vom Ersatzverkehr gesprochen wurde mit Ersatzfahrzeugen. Deswegen hatte ich mich für die Strecke entschieden. Leider war das dann die falsche Entscheidung. Wieder kam hier ein Stadler GTW zum Einsatz, mit dem ich ja nun schon das dritte Mal unterwegs bin. Also werde ich es dann das nächste Mal, wenn ich in der Berliner Region bin, wieder probieren, den Lind zu erwischen. Aktuell ja der Lind bei den Neufahrzeugen mit dem Fahrplanwechsel 22-23, das besonders schwer anzutreffende Fahrzeug. Sowohl bei Start in Frankfurt als auch bei der ODEC ist es mir bisher eben nicht gelungen, auch wenn ich es schon mehrfach probiert habe, da es da durchaus noch die ein oder anderen Startprobleme gibt. Hier hat man eben noch die Reste eines schweren Waldbrandes im letzten Jahr gesehen und jetzt sind wir dann auch schon auf der Bahnstrecke aus Richtung Dessau kommend in Richtung Berlin, fahren hier aber noch nicht auf demselben Gleis wie die Züge des RE7 zum Beispiel, sondern fahren auf der anderen Seite dieses riesigen Güterbahnhofs entlang, der sich hier rund um den Bahnhof von Sedin befindet. Deswegen können wir an dem Bahnhof von Sedin auch gar nicht anhalten, weil der sich auf der anderen Seite des Geländes befindet. Wir fahren also an dem Bahnhof Sedin vorbei, halten erst in Miechendorf das nächste Mal, da hier die Bahnlinien ein wenig umsortiert wurden und heute die Züge von Potsdam kommen nicht mehr bis Miechendorf fahren, sondern dann weiter in Richtung Jüterbock. Und von nun an geht die Strecke hier nach Berlin-Wannsee von der RB 37. Belitzstadt, Berlin-Wannsee befahren wird, halten jetzt die Züge des RE7 anstelle der Regionalbahn häufiger in Sedin. Für uns der nächste Halt hier eben Miechendorf. Ja, hier hat man den Zug jetzt gehört, der ungewöhnlich laut war. Der klang ganz anders als die bisherigen Stadler GTW, auch die anderen Stadler GTW der ODEC, mit denen ich unterwegs war, wesentlich lauter. Vielleicht kann ja jemand, der sich da mit Technik auskennt, erklären, warum dieser Zug so viel lauter war. Wir sind jetzt hier gerade aus Potsdam-Rehbrücke ausgefahren und dann geht es über Potsdam-Medienstadt Babelsberg nach Berlin-Wannsee, wo unser Zug dann endet. Der Bahnhof Berlin-Wannsee, eigentlich ein ganz schöner Bahnhof, wirkt noch richtig schön altmodisch. Wir halten allerdings leider auf Gleis 8. Das Gleis ist äußerst unpraktisch, denn von da aus muss man dann über eine Überführung, über ein anderes Gleis hinweg, entlang des Bahnhofsgebäudes zum Haupteingang und kann erst da dann in die Unterführung gehen, um dann zurück zu den anderen Gleisen zu kommen. Das heißt, um von Gleis 8 auf Gleis 6 zum Beispiel zu kommen, die direkt nebeneinander liegen, sollte man mal locker 5 Minuten Zeit mindestens einplanen. Denn die Wege sind auch relativ schmal, da kann man nicht unbedingt alle anderen überholen. Also dran denken, wenn ihr mit der Regionalbahn aus Belitz ankommt, müsst ihr erst über diese Überführung hier rüber gehen und auf der anderen Seite dann von unten wieder zurück in den Bahnhof gehen. Das kostet relativ viel Zeit, das bei eurer Planung also mit Bedenken. Das war's für diesen Versuch, mit dem neuen ODEC Lind zu fahren. Ich werde es natürlich, sobald ich wieder in Berlin bin, ein weiteres Mal probieren. Wollte ich aber die Strecke hier nicht vorenthalten, die wir auch noch nicht ganz gesehen hatten. Deswegen, und euch zumindest zeigen, dass ich zumindest versucht habe, euren Wunsch zu erfüllen. Leider hat es nicht geklappt. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich sehr über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.